Ja Leute, willkommen zurück zu Mass Effect. Nach dem sehr, sehr langen Gespräch in der letzten Folge mit Ashley, gucken wir mal, ob Garrus, Tali und Liara uns genauso viel zu sagen haben. Commander, schön Sie zu sehen. Aha. Sie sind schon eine Weile bei der Zitadell-Sicherheit. Haben Sie schon viel miterlebt? Nun, nicht so viel wie Sie. Aber ich habe doch schon einige interessante Dinge gesehen. Das kann ich mir vorstellen. Gab es etwas Spezielles, das erwähnenswert wäre? Ich erinnere mich noch an diesen salarianischen Genetiker, gegen den ich ermittelte. Dieser Fall war ziemlich verstörend. Was ist passiert? Warum haben Sie gegen ihn ermittelt? Ich hatte die Aufgabe, den Schwarzmarkthandel auf der Zitadelle zu verfolgen. Der Großteil davon ist harmlos, nichts, was einer Untersuchung wert wäre. Aber im Verlauf meiner Nachforschungen fiel mir auf, dass der Handel mit Körperteilen zunehmend florierte, hauptsächlich mit Organen. In geringem Ausmaß ist das durchaus üblich, aber diese Häufigkeit war doch ungewöhnlich. Wir waren uns nicht sicher, ob es ein neues Schwarzmarktlabor gab oder ob ein Irrer Organe von Bürgern verkaufte. So etwas hat es auf der Zitadelle schon gegeben? Ab und zu verkaufen einige Labore überschüssige Teile auf dem Schwarzmarkt. Aber die sind nicht so schlimm wie die Psychos. Ich erinnere mich noch an diesen Elcor-Diplomaten, den wir in meinem ersten Amtsjahr schnappten. Er schlitzte Leute auf und verkaufte ihre Organe. Die ganze Station war in Panik. In diesem Fall war das nicht so offensichtlich. Es stellte sich heraus, dass mehr dahinter steckte, als wir ursprünglich dachten. Wie haben Sie herausgefunden, was wirklich vor sich ging? Zuerst fanden wir eine Probe und machten einen DNS-Test. Das Seltsame war, dass der uns zu einem Turianer führte, der noch am Leben und überzeugt davon war, nie eine Leber verloren zu haben. Nach einigen Nachforschungen fand ich heraus, dass dieser Turianer kurz für Dr. Salion, den Genetiker, gearbeitet hatte. Also ging ich in sein Labor, weil ich hoffte, dort Beweise für geklonte Organe zu finden. Aber da war nichts. Keine salarianischen Herzen, keine Turianerlebern, nicht mal ein Kroganerhoden. Ja, interessant, okay. Ziemlich cool, mal so eine Geschichte zu hören übrigens. Sie machen Witze, oder? Was sollte denn jemand mit Kroganerhoden anfangen? Einige Kroganer glauben, dass Hodentransplantationen ihre Männlichkeit steigern. Sie wirken den Effekten des Genophage entgegen. Es nützt zwar nichts, was sie aber nicht davon abhält, sie trotzdem zu kaufen. Sie bezahlen bis zu 10.000 Credits pro Stück dafür. Das macht 40.000 für ein komplettes Set. Irgendjemand da draußen macht damit ein Vermögen. Moment, 4 hin, 3 im Sinn, 10.000, 40.000. Oh mein Gott! Was haben Sie wegen des Genetikers unternommen? Ich habe einige seiner Angestellten verhört. Ich wollte versuchen, sie zum Reden zu bringen. Während ich einen von ihnen befragte, stieß ich auf etwas Verdächtiges. Sie meinen bedroht. War das wirklich notwendig? Möglicherweise. Eher nicht. Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Einer der Inhaftierten begann während der Befragung stark zu bluten. Wir wollten ihn verarzten, aber da drehte er durch. Er flippte völlig aus. Ich ordnete eine genaue Untersuchung an, um herauszufinden, was da vor sich geht. Unsere Mediziner fanden an seinem ganzen Körper zahlreiche Einschnitte. Einige waren noch nicht sehr alt. Das war der Durchbruch. Diese Leute waren nicht nur Dr. Salions Angestellte, sie waren seine Laborversuche. Umherlaufende, lebendige Laborversuche. Er ließ die Ersatzteile in diesen Leuten wachsen. Genau. Er klonte ihre Organe in ihrem eigenen Körper. Dann schnitt er sie heraus und verkaufte sie. Die meisten Opfer waren sehr arm. Er zahlte ihnen einen kleinen Anteil des Verkaufspreises, aber nur, wenn die Organe auch gut waren. Manchmal wuchs ein Organ nicht richtig, dann ließ er es einfach drin. Die meisten von ihnen waren völlig am Ende, aber nur innen, gut versteckt, sodass es niemand sehen konnte. Bah, das Letzte. Hoffentlich hat er bekommen, was er verdient hat. Das ist das Schlimmste daran. Wir haben ihn nie gefasst. Warum nicht? Was zum Teufel ist denn passiert? Er ist geflohen. Er sprengte sein Labor in die Luft und eilte mit einigen seiner Angestellten zum nächsten Raumdock. Als ich es herausgefunden hatte, war das Schiff bereits abgeflogen. Er drohte, seine Geiseln zu töten, wenn wir versuchen würden, ihn aufzuhalten. Aber Sie sind ihm doch gefolgt, oder? Ich befahl der Verteidigung der Zitadelle, ihn abzuschießen, aber das Hauptquartier der Zitadellsicherheit widerrief meinen Befehl. Sie machten sich Sorgen um die Geiseln.
Sie waren besorgt wegen der zivilen Verluste, wenn das Schiff so nah an der Zitadelle abgeschossen würde. Ich sagte ihnen, dass die Geiseln so oder so dem Tod geweiht wären. Er würde sie nur benutzen, um weitere Organe zu erschaffen. Aber sie wollten mir einfach nicht zuhören. Tja, man kann halt nicht jeden fassen. Nein. Aber dass er auf diese Weise entkommen konnte. Sie hätten dieses Schiff doch bloß lahmlegen müssen. Dann hätte er nicht mehr weggekonnt. Vielleicht sterben die Geiseln dabei, vielleicht aber auch nicht. Doch zumindest hätten wir den Bastard so aufhalten können. Ja, bei Garrus ist es immer so, nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel, das ist auch nicht immer der richtige Weg. Ich kann beide Seiten irgendwie verstehen, aber was geschehen ist, ist geschehen. Sieht ganz so aus. Ich kann jetzt keine Zeit mehr damit vergeuden, darüber nachzudenken. Ich wünschte nur, ich hätte ihn aufhalten können. Das ist alles. Wissen Sie, was aus Dr. Saleon geworden ist? Ich habe ab und zu meine Fühler ausgestreckt und gehofft, etwas herauszufinden. Vor einer Weile glaubte ich, ihn gefunden zu haben. Er hatte ein anderes Schiff und seinen Namen in Dr. Hart geändert, was er wohl sehr witzig findet. Ich erzählte es dem Militär, aber sie waren nicht davon überzeugt, dass er es wirklich ist. Ich habe die Transponderfrequenz seines neuen Schiffs, aber niemand will sich der Sache annehmen. Aber wir machen das. Ich überprüfe die Koordinaten, sobald ich dazu komme. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Aber Commander, nehmen Sie mich mit, wenn Sie losfliegen. Wenn es wirklich Saleon ist, will ich dabei sein, wenn Sie ihn finden. Na klar, und jetzt starten wir so nach und nach die Quests für die Crewmitglieder, die persönlichen Quests. Bei Ashley haben wir keine gefunden. Wir schauen aber mal erstmal in den Codex, da müssten theoretisch nur Sekundäre dabei sein. Der Erfolg, den wir übrigens vor x Folgen mal hatten auf der Citadel, bezog sich darauf, dass wir alle primären Codex-Einträge zu allen Völkern, also außerirdisch ausgelöscht und nichtmenschlich und überhaupt halt zu allen Völkern, die primären Codex-Einträge haben. Das nur so ganz nebenbei. Alle anderen Erfolge werden nicht angezeigt, weil ich natürlich schon einmal das Spiel durchgespielt habe und einige Erfolge schon erreicht habe und deswegen wird vieles einfach nicht mehr angezeigt. Vielleicht gehen wir die irgendwann mal kurz durch, mal schauen. So, Rex Familienrüstung und Garrus Dr. Saleon finden. Und bei Ashley... Hä? Ach so, natürlich, der Notruf, logisch. Weswegen wir eigentlich hier sind und überhaupt erst in das System geflogen sind und überhaupt und sowieso. Und bei Ashley gibt's aber anscheinend Commander, tatsächlich nichts. Okay. Wir unterhalten uns später, Williams. Yep. Ich freue mich schon darauf, Skipper. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, wann die Crewmitglieder ihre persönlichen Quests ja quasi freigeben oder wann die freigeschaltet werden. Ob es damit zusammenhängt, wie oft man sie mitnimmt. Denn dann sollten wir jetzt bei Tali zum Beispiel auch die Quest bekommen. Mal gucken. Shepard, gut, dass Sie hier sind. Schön, wie geht's so? Schön, Sie wieder lächeln zu sehen. Gewissermaßen. Ich schlafe jetzt viel besser. Ich habe mich wohl an die Stille auf diesem Schiff gewöhnt. Aber ich denke immer noch viel an meine Pilgerreise. Ich weiß, dass Saren höchste Priorität hat. Ich hatte nur gehofft, auf einer der vielen Welten, die wir aufgesucht haben, etwas zu finden, das ich zurück zur Flottille bringen kann. Ach, da findet sich schon was. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Sie werden schon noch etwas finden. Ja, aber ein ausgedientes Schiff als Ersatzteillager wird meinen Leuten nicht reichen. Es muss schon etwas Besseres sein. Man erwartet viel von mir. Warum erwartet man so viel von Ihnen? Es hat mit meinem Vater zu tun. Er ist ein hohes Mitglied des Admiralitätsrates. Er ist einer von nur 5 Leuten, die Entschlüsse des Konzils zum Wohl der Migrantenflotte überstimmen können. Mein Vater ist verantwortlich für das Leben von 17 Millionen Leuten, für unser ganzes Volk. Und ich bin sein einziges Kind. Dann sind Sie so etwas wie eine quarianische Thronfolgerin. Nein, so funktioniert das nicht. Die Position meines Vaters ist nicht vererbbar. Ich persönlich werde wohl niemals im Admiralitätsrat sitzen. Offiziell bin ich eine gewöhnliche Bürgerin wie alle anderen. Aber in der Praxis sieht das anders aus. Aufgrund meines Vaters haben mich die Leute immer anders behandelt. Sie müssen viele Privilegien genießen. In meiner Kindheit hatte ich es wohl leichter als die meisten anderen. Aber es gibt auch Nachteile. Leute wie mein Vater haben viele Feinde. Und sie zögern nicht, mich zu nutzen, um ihm zu schaden. Naja, das Übliche, wenn man, glaube ich, ein Kind von irgendeiner relativ bekannten Persönlichkeit ist. Ja. Großer Druck, natürlich. Das muss schwer für Sie sein. Mein Volk legt hohen Wert auf die Familie und die Herkunft.
Es gibt die unausgesprochene Erwartung, dass ich in seine Fußstapfen trete. Alle erwarten von mir, dass ich etwas ganz Besonderes von meiner Pilgerreise mitbringe. Etwas, das unser Leben positiv und dauerhaft verändern wird. Wenn ich es nicht schaffe, gelte ich als Versagerin. Und das hätte unangenehme Folgen für mich und meinen Vater. Ja, die Galaxie zu retten, müsste ja irgendwie eigentlich schicken, oder? Ihre Arbeit hier ist wichtiger als alles, was andere Quarianer jemals getan haben. Ja, ich weiß. Aber die quarianische Kultur ist nicht einfach zu verstehen. Wir sind eine sehr isolierte Gesellschaft. Ereignisse, die nicht unmittelbar unsere Flottille betreffen, sind den normalen Bürgern egal. Unser größter Traum ist, eines Tages nach Hause zurückzukehren und die Geth zu vertreiben. Aber selbst wenn wir Saren aufhalten, wird das nicht geschehen. Hinter dem Nebel gibt es noch Millionen von Geth. Und solange sie noch dort sind, müssen wir im Exil leben. Was zum Beispiel könnten Sie denn mitbringen, um alle glücklich zu machen? Etwas, was uns helfen kann, die Geth besser zu verstehen. Seit unserer Flucht haben sie sich deutlich verändert. Sie scheinen sich zu entwickeln. Wir haben sie gründlich studiert, aber es ist nicht einfach. Sie sind sehr scheu. Noch bis vor kurzem haben sie den Nebel niemals verlassen. Und alle Geth, denen wir jetzt begegnet sind, stehen unter Sarens Kontrolle. Wir müssen Geth finden, die eigenständig agieren, unabhängig. Aber ich will damit nicht unsere Mission behindern, Shepard. Erst müssen wir Saren aufhalten. Dann werde ich mich um meine anderen Probleme kümmern. Gut, Quarianer geht Pilgerreise, Talis Vater, das haben wir noch nicht gefragt. Wie war Ihr Vater? Es war nicht einfach, als Tochter eines der Admiralitätsmitglieder aufzuwachsen. Schon bevor er dem Rat beitrat, war er ein berühmter Mann. Die Leute sahen in ihm eine Führungspersönlichkeit. Er ging immer mit gutem Beispiel voran. Und das Gleiche erwartete er auch von seiner Tochter. Und er war sehr streng. Ein Mann des Militärs, durch und durch. Er hat immer nur Bestleistungen von mir erwartet. Als Kind hatte ich oft das Gefühl, dass er zu viel von mir verlangt. Aber mittlerweile bin ich alt genug, um zu würdigen, was er mir beigebracht hat. Dass wir von der Welt nichts geschenkt bekommen, sondern uns alles erarbeiten müssen. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter? Meine Mutter war immer da, aber sie schien immer nur eine Nebenrolle zu spielen. Sie stand sozusagen immer im Schatten meines Vaters. So geht es vielen Leuten mit meinem Vater. Sie ist vor ungefähr 5 Jahren gestorben. Sie war an einem Virus erkrankt, von dem die Flotte befallen war. Das passiert manchmal, wenn die Filter versagen. Mein Vater hat das schwer getroffen. Nach ihrem Tod hat er sich noch mehr in Arbeit gestürzt. Das ist wohl seine Art, mit der Trauer fertig zu werden. Klingt nicht gerade nach einer glücklichen Kindheit. Machen Sie Ihrem Vater keine Vorwürfe? Wie schon gesagt, es war nicht einfach. Zu meinem Vater kann man kein besonders inniges Verhältnis haben. Und er war auch nicht besonders oft zu Hause. Zu beschäftigt mit Arbeit. Die Leute zählten auf ihn und er hat seine Pflichten sehr ernst genommen. Selbst wenn er zu Hause war, schien er immer etwas abwesend zu sein. Als ob er mit den Gedanken immer woanders war. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich gestehen, dass ich ihn nie lächeln gesehen habe. Nicht ein einziges Mal. Diese ganze Verantwortung schien immer wie eine Last auf seinen Schultern zu liegen. Ich weiß, dass ich ihm am Herzen liege. Aber er hat es niemals gezeigt. Nicht so wie andere Väter jedenfalls. Ich glaube, das Beste, was ich über meinen Vater sagen kann, ist, dass ich ihn respektiere. Okay, anderes Thema. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel? Das müssten wir alle schon gefragt haben. Dann haben wir hier keine Quest bekommen. Aber 100 Erfahrungspunkte für uns und einen Codex-Eintrag. Das Rechtssystem. Ja, im Laufe des Spiels werden wir aber die Nebenquests oder die Crew-Quests alle bekommen. Ah. Ja, wo war denn noch? Ah, Religion. Okay, habe ich nicht gesehen. Ja, wie gesagt, die Crew-Quests bekommen wir noch alle. Und jetzt geht's eine Runde flirten. Ab zu Liara. Einmal Fahrstuhl fahren. Das ziehen wir in der Folge noch durch, egal wie lange es dauert. Und dann werden wir uns der Ausrüstung und dem Verkaufen widmen und mal gucken, was es da so gibt für uns. Wow, der war lang, der Ladebildschirm. Ach, Kaidan haben wir ja auch noch. Kaidan ist so ein Charakter, wo ich mir auch sage, reden wir erstmal mit ihm, bevor wir flirten gehen. Na nun, hopp.
Brauchen Sie was, Commander? Nö. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander. Okay. Er scheint überhaupt nicht mitteilungsbedürftig zu sein. Vielleicht ist Liara da etwas offener. Dr. Chakwas! Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Haben wir das schon? Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium, bla, aber eingetragen. Die alles ist auf die gut, Allianz bedauern Sie das. Tschüssi. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, ja. Commander. Haben wir alle schon? So, Liara, hallo, Schnucki. Wie sieht's aus? Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ja. Vielleicht sollten wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Oh. Sie haben mir von Ihrem Interesse für die Proteaner erzählt. Eigentlich sprach ich von meinem Interesse an Ihnen und machte mich dabei zum Narren. Ich bin den Umgang mit anderen Leuten, wie gesagt, nicht gewohnt. Insbesondere nicht mit Menschen. Als wir uns trafen, wusste ich wirklich kaum etwas über andere Spezies, Shepard. Es fiel mir schwer, die Menschen ernst zu nehmen. Ihr Volk kommt mir immer so gehetzt und nervös vor. Wir genießen nicht den Luxus eines langen Lebens. Eine Asari kann 1000 Jahre leben. Wir haben Glück, wenn wir 150 werden. Das stimmt. Zuerst hielt ich das für eine Schwäche ihrer Spezies. Nachdem ich jedoch einige Zeit bei Ihnen und Ihrer Crew gelebt habe, muss ich zugeben, dass dies auch ein Vorteil sein könnte. Menschen sind Kreaturen der Tat. Sie verfolgen ihre Ziele mit einer beinahe unbeugsamen Entschlossenheit. Das ist eine bewundernswerte Eigenschaft, aber sie ist auch einschüchternd. Sie sind von uns eingeschüchtert? Leider sieht der Rest der Galaxis die Menschheit eher als eine Art Tyrann. Sie überrennen alles, was ihnen im Weg steht, um das zu bekommen, was sie wollen. Es liegt an Leuten wie uns, diese Meinung zu ändern, Shepard. Tja, leider ist ein gewisser Teil der Menschheit auch so. Ich tue mein Möglichstes, Liara. Es gibt einen Grund, dass Sie vom Rat auserwählt wurden, ein Spectre zu werden. Sie haben in Ihnen etwas Besonderes gesehen. Das Beste, das die Menschheit zu bieten hat. Ich habe mich über Sie informiert. Ich weiß, was auf Arkuse passiert ist. Die Tatsache, dass Sie überlebt haben, beweist, dass Sie bemerkenswert stark sind. Sie hätten das nicht hinter meinem Rücken machen müssen. Ich hätte Ihnen gesagt, was Sie wissen wollen. Verzeihen Sie, Commander. Nach unserer letzten Unterhaltung hatte ich Angst, erneut etwas Dummes zu sagen. Ich wollte mehr über Sie wissen, damit ich verstehe, warum Sie zu dem Mann wurden, der Sie heute sind. Sie haben etwas Überzeugendes an sich, Shepard. Sind Sie sicher, dass Sie sich für mich interessieren? Sind es nicht eher meine Visionen über die Proteaner? Ich gebe zu, dass Ihre Verbindung zu den Proteanern mein Interesse erst entfacht hat. Aber jetzt ist es mehr als das. Sie faszinieren mich, Shepard. Jawohl, da geht was! Aber ich war mir nicht sicher, ob es angemessen ist, meinen Gefühlen entsprechend zu handeln. Ich dachte, dass es bereits eine Beziehung zwischen Ihnen und Chief Williams geben könnte. Quatsch. Williams und ich sind nur Freunde, mehr nicht. Genau. Dann habe ich mich geirrt. Absolut. Ich bin wohl nicht so geübt darin, menschliche Beziehungen zu verstehen, wie ich gedacht habe. Aber was ist mit uns, Shepard? Ist die Anziehungskraft auf beiden Seiten vorhanden? Oder habe ich mich in der Hinsicht ebenfalls geirrt? Es geht halt alles sehr schnell. Ich weiß nicht, ob wir zwischendrin mal öfter mit den Crewmitgliedern hätten sprechen müssen, ob das irgendwie auch vom Level abhängt, von der Anzahl der Missionen, die wir machen und. Aber... Nein, sie hatten recht. Da ist etwas zwischen uns. Ich wusste es. Und ich wusste, dass Sie es auch spüren, aber... Kommt Ihnen das nicht seltsam vor? Warum fühle ich mich Ihnen so nah? Wir kennen einander doch erst seit kurzem. Wir stammen von verschiedenen Spezies ab. Wir haben so gut wie nichts gemeinsam. Das ergibt keinen Sinn. Diese Dinge ergeben so gut wie nie einen Sinn. Sie geschehen einfach und dann werden wir vom Sturm mitgerissen. Bei Ihnen klingt das so chaotisch, so... gefährlich. Ja, jetzt machen wir hier einen auf den Helden hier, aber sowas von. Ich sorge dafür, dass Sie in Sicherheit sind. Ich suche keinen Beschützer. Das ist alles ein bisschen viel. Ich bin so etwas nicht gewöhnt. Ich brauche etwas Zeit. Okay. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, Liara. Ich bin hier. Ich danke Ihnen, Shepard. Lassen Sie uns... vorerst über etwas anderes reden. Na gut. Benesia und die Kultur der Asari kennen wir schon. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Kodex und wieder 50 Erfahrungspunkte für uns.
Asari-Religion. Sehr gut. Damit hätten wir die, ja, Romanze in Gang gebracht, sag ich mal. Und werden die im Laufe des Spiels natürlich fortsetzen. Jetzt würde ich sagen, ach, mache ich hier einen Schnitt. Beim nächsten Mal gehen wir nochmal runter ins Hangardeck und kümmern uns um die Ausrüstung und verkaufen alles, was wir nicht mehr brauchen. Und dann geht's weiter mit Quests, mit Nebenquests erstmal. Ich möchte gern immer so alle möglichen Nebenquests, die man machen kann, machen, bevor man irgendwie mit der Hauptquest weitermacht. Ich, ja. Vielleicht kriegen wir dann die Hauptquest irgendwie relativ gut am Stück hin. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis morgen. Ciao, ciao.